Liebe Leserinnen, liebe Leser, wir grüßen Sie ganz herzlich. Und wundern Sie sich nicht, wenn in Kürze, ja, wenn Ihnen mal das Wort entgegengerufen wird, verarsch mich nicht, oder die Worte besser gesagt. Das ist keine Beleidigung. Das ist einfach der Hinweis auf das aktuelle Buch, auf den Bestseller Verarsch mich nicht von Gabriel Palacios, der sich ja in seiner Arbeit eigentlich mit diesen 70% des Unterbewusstseins befasst, das für uns die ganzen Entscheidungen trifft. Das heißt, deine Arbeit findet statt in dem Teil des Eisbergs, der unter der Oberfläche verborgen ist. Jetzt ist in diesem Buch vom Gedankenlesen in der Beziehung die Rede. Wie verknüpfst du deine Arbeit als Hypnosetherapeut mit dem Gedankenlesen, mit diesem Talent und dieser Kunst? Das ist eine gute Frage. Man muss sich vorstellen, die Mehrheit all unserer Gedanken, die spielen sich ja unbewusst ab. Das heißt Ängste, oft auch eben sehr diffuse Ängste, Süchte. Wenn man immer und immer wieder nach dem Schokoriegel greift, dann ist es ein unbewusstes Verhaltensmuster, das wir aufweisen. Und wenn wir die Gedanken lesen können, dann lesen wir eben nicht nur die bewussten Handlungen und Gesten und Worte des Gegenübers, sondern eben auch all das, was sich unbewusst abspielt. Wir haben sehr viele unbewusste Kommunikationsmuster und das ist alles, das geht alles Hand in Hand mit unseren Ängsten, Süchten etc. Und ich sage immer, ein sehr guter Therapeut ist der, der nicht nur den Menschen hilft, sondern auch weiß, wo genau muss ich helfen. Und das bedingt halt eben sehr viel Empathie und den Menschen fühlen zu können und eben im besten Fall dessen Gedanken lesen zu können. Du hast gerade ein sehr gutes Stichwort gegeben. Das sind die diffusen Ängste, die heute existieren. Also die Angst der Menschen ist eigentlich nicht mehr festzumachen an einer konkreten Bedrohung. Wenn wir jetzt von diesem Versprechen dieses Buches reden, Gedankenlesen in der Beziehung ist eigentlich das, was sich jeder wünscht, der in einer Beziehung lebt, ob sie nun funktioniert oder nicht, mal dahingestellt, aber die Gedanken des Gegenübers zu lesen, ist schon ein wirklich großes Versprechen. Spielen da auch, gerade bei deinen Klienten, du bildest ja auch selbst aus, aber du therapierst ja auch selbst, auch Ängste eine Rolle heutzutage, eine Bindung, eine Beziehung zu verlieren in dieser eh schon diffusen Welt? Spielt Beziehung eine sehr, sehr große Rolle? Ist es dein Eindruck, dass das wieder wichtiger geworden ist für die Menschen? Ich glaube, dass die unbewussten Ängste eben in der Beziehung oft bewusst werden oder deutlich werden. Eben, wenn wir plötzlich wütend werden, wenn die Partnerin, der Partner die Zahnpastatube auf dem Lavabo liegen lässt. Wieso? Was löst das in uns aus? Das löst in uns das Gefühl aus, wir sind gut genug, um das dann wegzumachen. Also dafür sind wir gut genug. Und das ist zum Beispiel eine sehr weit verbreitete Angst, die Angst, nicht zu genügen. Und ich glaube, dass es auch schon eben sehr früh initiiert wird in der Schule mit den Leistungsprüfungen und. Man will zu einer Gruppe gehören, man will nicht ausgeschlossen werden, Mobbing und all das verstärken durch dieses Gefühl vom Nicht-Genügen. In der Beziehung wird das besonders deutlich und ich glaube, dass wenn wir einander in der Beziehung besser verstehen würden, wir uns auch in beruflichen und freundschaftlichen Beziehungen sofort wieder verstehen würden. Das heißt, wenn man die private Beziehung als Basis nimmt, dann wird alle darauf aufbauenden Beziehungen wie eben Beruf, Freundschaft, was eigentlich nie so in die Tiefe gehen kann wie eine private, innige Beziehung, die wird sich viel schneller harmonisieren können, wenn ich diese Fähigkeit besitze. Nun sind wir bei Allegria, dem spirituellen Imprint der Ullstein Buchverlage. Das heißt Spiritualität, wir können in die Zukunft schauen. Ich schaue jetzt mal in das Frühjahr 2019. Da werden wir die Thematik dieses Buches noch einmal steigern, und zwar mit einem ganz neuen Buch von dir, das heißen wird »Wer tut dir gut?« Diese Frage, was der Buchtitel ja schon vermittelt, die Frage impliziert natürlich auch, wer tut dir eigentlich nicht gut? Du wirst dich nochmal damit befassen, wie ich mein Gegenüber schneller erkenne. Aber wie schaffst du es denn, dass sich deine Leserinnen und Leser daraus lernend nicht abkapseln gegenüber den Menschen, die ihnen vielleicht instinktiv nicht gut tun? Genau. Eben, ich habe schon als Kind diesen Mentalismus gelernt durch diverse Schicksalsschläge, die mich in diese Laufbahn geleitet haben. Und für mich ist das selbstverständlich, dass man das Gegenüber liest. Also, dass man zusammengepresste Lippen sieht, dass man sieht, wo die Augen hinschauen, dass man erkennt, wann die Stimme steigt, dass man auch fühlt, wo was ist und wo nicht. Für mich ist das selbstverständlich. Und ich glaube, dass dass für mich zwar selbstverständlich und bewusst passiert, dass es aber bei ganz vielen unbewusst geschieht. Dass man spürt, dieser Mensch, der meint es wahrscheinlich nicht ganz ehrlich mit mir. Und wenn man das wirklich bewusster und disziplinierter und auch
auch zielgerichteter machen würde, dann könnte man sich das Umfeld um sich herum erschaffen, das uns hilft, uns wirklich so zu entfalten, wie wir das verdient hätten. Und eben nicht zum Beispiel auf gewisse Dinge zu verzichten, nur weil jemand sagt, das kannst du nicht oder du bist nicht gut genug für das. Und aus diesem Grunde denke ich, es ist sehr wichtig, mit Liebe das Umfeld zu schaffen, das uns gut tut, in diesem Umfeld wir eben was Fruchtbares erzeugen können. Ich glaube, das hat auch die Natur so vorgesehen und dass man sich nicht aus irgendwelchen gesellschaftlichen Strukturen mit Menschen abgeben muss, die einem nicht gut tun. Man glaubt ja, niemand darf schlecht von einem sprechen, das sei ganz schlimm und deshalb ist man zu anständig und hält gewisse Menschen noch im eigenen Umfeld, dabei schaden die einen. Ich glaube, mit Liebe kann man die sehr schnell in deren Umfeld begleiten, dass unser Umfeld möglichst rein bleibt. Wir auf jeden Fall freuen uns sehr auf unser Verlagsprogrammumfeld mit dir, lieber Gabriel. Also das ist unser aktuelles Buch bei Alegria von Gabriel Palacios. Behandelt die Beziehungen und das Gedankenlesen in der Beziehung. Und wir freuen uns aufs neue Buch. Dazu gibt es dann mehr von der Leipziger Buchmesse nächstes Jahr. Lieber Herr Palacios, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir.